Hallo YouTube, ich grüße euch. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, wir sind in einer neuen Runde. Wir haben neue Events am Start. Und zwar aktuelles Event Kraft von Eiktür, Bündelpfeile, normales Essen, Untote und Grauzwerge. Die neuen Events ab Eiktür sind mit dabei. Und so sieht's aus. Jetzt müssen wir mal kurz darüber quatschen, was ist denn heute der Plan. Und zwar auf jeden Fall weiter aufrüsten. Ich weiß nicht, wie sieht's aus mit Trollleder? Haben wir noch was? Brauchen wir noch was? Ich glaube, weiter haben wir nichts mehr. Okay, dann wäre auf jeden Fall sinnig, dann jetzt mal dahingehend zu gucken, dass wir dann jetzt auch Kupfer kriegen. Richtig? Ja. Kupfer für Waffen und und vor allem Bronze für Äxte und dann können wir uns einen Edelholzbogen aufbauen. Ja, auch das wäre sinnvoll. Nebenan läuft ja, glaube ich, schon der Kohlemeiler, ne? Ja, ich bin Holz holen, weil wir komplett out of Holz waren. Aber wo sind denn jetzt die ganzen Ach, da sind sie. Okay. Hat sich hier schon jemand eine Spitzhacke gebaut? Ja, ich habe schon zwei Stück. Also okay, ich muss noch. Das erste, was ich gemacht habe, als wir nach Hause gekommen sind, nach Eichau. Ich muss das noch. Hallo Herzmagier, ich grüße dich. Also Safti, sein neues Bild ist so viel besser. Ja, natürlich ist das besser. Es kann ja auch nicht schlechter werden. Ja. Ja, doch, das kann auf jeden Fall schlechter sein. Was sich aber im Speedrun Cup rausgestellt hat, der hat das ja nicht mal selber gemalt als Strichmannequin. Er hat das einfach geklaut. Das ist unfassbar. So, ich nehme auf jeden Fall noch eine Fackel mit, weil Todsenkelin hat ja gestern noch eine ganz interessante Sache gepostet, die ich gerne mal ausprobieren möchte, wobei ich da nicht so ganz dran glaube, dass das mehr bringt. Und zwar haben die Grauzwerge ja Angst vor Feuer und sind auch feueranfällig und da sollten wir doch mal Fackeln nutzen. Mal gucken, wie gut das funktioniert und ja, wir brauchen Holz. Wir haben nämlich nichts mehr da. Wie sieht es überhaupt aus bei den Schweinchen? Weiß ich nicht. Ich war eben mal da, die waren beide noch rot, aber ich habe nicht genau geguckt. Also Nummer 2 ist noch gar nicht gezähnt. Nummer 1 zu 33%. Also ich glaube, Nummer 2 hat nichts zu futtern. Gut, dann schmeiße ich da mal was rein. Ach Gott. Also ist momentan für mich immer das Highlight Samstag, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von der ganzen Woche ist tatsächlich das, wo ich mich am meisten drauf freue, das Valheim Permadeath. Ja, es macht schon viel Spaß. So. Ja, Safti ist leider heute nicht mit am Stream, war eigentlich angedacht, aber bei Safti streikt nach wie vor das Internet. Ja, irgendwie mal geht's, mal nicht. Ich hoffe auch, dass ich heute nicht disconnected zwischendrin und ja. Also ich habe gerade neue Sachen gekriegt. Neue Sachen? Neue Baupläne, weil wegen ich habe Kohle aufgesammelt. Hast du gut gemacht. Ah. So, hat das andere da noch was drin? Ja. Da haben wir auch, ich glaube, 50 oder so an Kohle in der Steinkiste noch drin. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt alle mitgekriegt, wer aktuell Teufelchen und Engelchen ist. Bei den Teufeln gibt es ja tatsächlich einen weniger aktuell. Also ist noch gelistet, aber bis Safti dann tatsächlich mal eingeholt wird, wird es noch dauern. Dementsprechend fehlt euch da halt einer. Das ist nicht so schlimm. Finde ich auch nicht schlimm, ne? Nee. Ich bin sehr erstaunt bei den Engeln. Es sind tatsächlich relativ viele Leute dabei, also mit Ausrufezeichen Events könnt ihr euch die Tabelle auch mit aufmachen. Sind erstaunlich viele Leute auch dabei, die sehr neutral die Events raushauen. Also zum Beispiel ein Odin, der hat bestimmt schon 20 Events rausgehauen, kann sich aber anscheinend nicht entscheiden, ob er gut oder böse ist. Ja, es rückt tatsächlich gar nicht so viel an neuen Engelchen nach. Also bei den Teufelchen wird es, glaube ich, in nächster Zeit immer mal wieder
neue Leute geben und alte werden abgelöst, aber bei den Engelchen ist da tatsächlich eine sehr große Konstante. Habt ihr keinen Bock, uns zu helfen, oder was da los? Verständlich, also... Nee? Ja, also ich kann, das okay. ich kann das nachvollziehen. Also ich fand das sehr toll, einfach zu sabotieren. Also ich kann das voll nachvollziehen. Also, ja. Ja, und wenn man sich das mal anguckt, wie oft die Events getriggert wurden, da stechen dann doch irgendwie die Bösartigen deutlich mehr raus. Was auch damit zusammenhängt, dass die guten Events halt auch nicht immer sinnvoll sind, irgendwie zu drücken. Deswegen finde ich die Regel nach wie vor ganz gut, die guten Sachen dann auch nicht zu verwenden, um die zu blockieren für die Bösen. Wie das der Safti gemacht hat. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ich finde das sehr interessant, dass du es mal wieder geschafft hast, dass irgendwie die Regeln angepasst werden müssen, ne? Der muss immer rumschießen. Interessant ist, achtet mal drauf, Chat, die Texturen, wie weit die außerhalb des Baumes oder außerhalb der Blätter liegen. Wenn ich da dran hau, wow. Ich kann es mal vielleicht hier zeigen. Das ganze Bild war um die Blätter am Wackeln, da seht ihr es auch. Wie viel größer die Texturen eigentlich sind bei den Blättern. Also die ganze Küste wackelt gerade bei mir mit. So, ich möchte nochmal festhalten an die lieben YouTube-Zuschauer, wir sind immer noch nicht an einem Baum gestorben. Und vielen lieben Dank an der Stelle. Höchstens bei Safti. Und an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare, die wir da in den letzten Tagen, Wochen bekommen haben. Ist wirklich ein super cooles... Also es macht sehr viel Spaß. Ich hatte ja auch noch die Tage geschrieben gehabt auf YouTube, dass es jetzt täglich neue Videos gibt, weil ich nicht weiß, wohin damit. Das einfach daraus entstanden ist, dass... Das irgendwie gar nicht geplant war, das so lange zu spielen. Ich habe fest damit gerechnet, dass wir nach ein paar Neustarts einfach gar keinen Bock mehr haben. Oder Kerstin, hättest du da gerechnet? Macht super Spaß, immer noch. Aber ich sehe auch den Zeitpunkt kommen, wo das Early Game dann einfach ankotzt. Ja, das sehe ich kommen. Wird er kommen und dann werden wir uns wahrscheinlich mal ein bisschen mehr auf den Ultra-Modded-Spielstand konzentrieren und ja, weil mich das Ganze rund um Epic Loot tatsächlich sehr reizt. Ich finde, das macht das Spiel so viel interessanter plötzlich. Habt ihr schon die neuesten News zu Valorant gesehen? Nee. Gestern? Ja, richtig gut. Valheim wird jetzt demnächst ein Update bekommen mit einstellbaren Schwierigkeitsgraden und Modis. Oh, okay. Also im Sinne von, wie hart sind die Gegner, wie viel kann man abhaben. Es wird auch die Möglichkeit geben, quasi nur zu bauen, alles nochmal schwerer zu machen. Permadeath wohl auch angedacht. Mhm. Also, cool. Wir dürfen gespannt sein, was das Update bringt und ob man dann gegebenenfalls auch nochmal die Permadeath-Geschichten hier etwas anpasst. Generell, ich bin auch sehr gespannt, was bei Valheim kommt. Ich bin ja nicht unbedingt ein Fan davon, wenn Spieler jahrelang im Early Access bleiben, aber bei Valheim muss man dazu auch sagen, es kommt ja neuer Content dazu, dementsprechend finde ich das auch nicht so problematisch. Ich finde es nur immer ätzend, wenn dann Spiele jahrelang im Early Access sind und irgendwie nichts passiert. Gutes Beispiel ist irgendwie 7 Days to Die, die dann gefühlt irgendwie alle ein, zwei Jahre neue Alpha rausbringen. Das ist immer, naja... Was ist an unserem Dach los? Ja, ich bin am Dach am Tüdeln. Ach so, okay. Du bist am Dach tüdeln? Ja. Warum tüdelst du Dach?
Ich leuchte. Ich habe mich nur gerade gewundert, dass auf einmal ein Loch in unserem Dach ist. Also. Ich wollte hier oben nochmal einen Notausgang zusammenbauen. Notausgang? Warum brauchen wir denn Notausgang? Kann ich Man mir weiß. Gar nicht erklären. Bauen war doch Saftis Job. Nee, ich glaube, Safti hat es an den Nagel gehangen gehabt. Kerstin hat, glaube ich, dann weitergemacht. Ja, also ich hatte gebaut und ihr wart immer unzufrieden. Dann hat Kerstin gesagt, ja, ich mach das jetzt. Ja. So, was könnte ich denn tatsächlich hier noch aufwerten? Die kann ich nicht weiter aufwerten. Die kann ich nicht weiter aufwerten. Die Axt macht keinen Sinn. Obwohl, ja, Steine kann ich ja wohl. Doch, Steine geht. Steine sind nicht so das Problem. Also ich freue mich tatsächlich immer auf den Tag, wo es dann auch weniger mit den Events wird, aufgrund dessen, dass die Damen und Herren dann einfach auch keine Kanalpunkte mehr haben. Also ich habe mal ausgerechnet, der Frank hat irgendwo um die 150.000 mittlerweile ausgegeben. Was? Ja, so es ist viel? Heftig. Es ist heftig. Ach, warte, er hat 65 Events getriggert. Ah, da addiert sich ein bisschen was zusammen, also. Was dann 162.000 Kanalpunkte entspricht. Alter, Hilfe. Also ich hoffe, dass er irgendwann dann auch mal am Ende ist. Hallo, Frau Ziller. Oh nein, ein Teufelchen. So, Holz. Holz habe ich wegsortiert. Obwohl, lohnt es nicht noch einen Bogen aufzuwerten? Eigentlich nicht, ne? Nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Also wenn wir jetzt einmal Bronze holen waren, eine Axt haben, dann einen Edelholzbogen machen können. Lohnt das, glaube ich, nicht mehr so sehr. Keule wird sich noch lohnen. Da würde ich tatsächlich dann die Dingens noch später bauen. Den Hammer könnt ihr noch aufwerten. Oh ja, auf jeden Fall. Ah, jetzt fällt mir ein, was ich vergessen habe. Ich wollte die Range Reichweite erhöhen. Ja, und ich hatte die ganze Zeit noch irgendwas so im Kopf. Irgendwas wolltest du gemacht haben. Irgendwas wolltest du noch gemacht haben. Voll vergessen. Ja, okay, wir müssen mal dann zur nächsten Pause. Muss ich das dann mal machen. Lohnt es sich, eine Hacke aufzuwerten? Wir finden doch bestimmt noch bessere. Hammer, Keule. Weg. Holzschild ist schon Max. Also ich habe meine mit plus 18 Stamina-Regeneration jetzt einfach geupgradet gehabt, weil ich so. Das eigentlich ganz gut fand. Wollen wir schlafen? Upgraden kostet ja nur so ein bisschen. Ja, ja. Ein Holz und ein Dingenskirchens. Stein. Genau. Dingenskirchens. Wie lange wolltest du jetzt noch bauen, Kerstin? Ich bin so gut wie durch. Das noch ein bisschen hübscher machen, was ich da gemacht habe. Weil dann würde ich nämlich sagen, gucken wir jetzt gleich mal, dass wir das erste Kupfer mal holen. Das würde sich anbieten. Normales Essen! Hui. Dankeschön! Dankeschön, Fisch. Schrumchen! Fisch, nett. Gebratener Fisch. Gut. Da habe ich eigentlich keinen Honig mehr. Oh den nee, Frank ist da. Oh nein. Nein. Kannst du bitte wieder gehen? Also ich freue mich ja eigentlich, dass du da bist, Frank. Ne? Eigentlich. Uneigentlich. Gehst du bitte? Ich hab mal vorsichtshalber schon mal wieder voll gegessen, weil, ne? Vergesst das Essen nicht, jetzt wo zwei Teufelchen da sind. Ja, ich glaube, wir haben kein gebratenes Hirschfleisch mehr. Nee, hatte ich eben auch schon mitbekommen. Ist das Hirschfleisch? Okay. Ist das so nebelig hier draußen? Ist da schon die Malas da? Nee, der ist nicht da. Warum ist das denn dann nebelig? Ja, das Spiel macht das einfach zwischendurch so.
geht tatsächlich auch so, ja. Hab ich mein Essen überhaupt aufgesammelt eben? Was ist da draußen mit den Schweinen los? Die sind da im Rumkrakehlen. Oh, das war vielleicht ein bisschen nah an den Schweinen. Also da kam gerade ein Gräuling angelaufen, dem habe ich einen übergezogen, aber es war vielleicht ein bisschen nah an den Schweinengehege dran. Ja, tatsächlich hatte sich ja bei den Teufelchen was getan, ne? Elmo ist keiner mehr, oder? Genau, Taranta ist jetzt Teufelchen geworden. Oh, das nervt mit dem Mod tatsächlich ultra. Das Kochen. Ja. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr bei Nebel einen Hirsch mit einem Stein verwechselt habt? Öfter. Mir passiert es eigentlich eher mit Wildschweinen, aber ja. Ja gut, ich war gerade nicht so wirklich auf der Suche nach Wildschweinen, aber... Gut, dann brauche ich mir wenigstens nicht, komplett dumm vorkommen. Den Fisch packe ich mal dann zu den Würstchen und den Rübeneintopf. Den werde ich mir aufsparen. So, ja, wollen wir los Richtung Kupfer? Ich komme gleich zurück. Ich war gerade Hirsche jagen. So, habe ich noch alles? Pfeile, Essen. Mal schauen, ob ich die 100 Punkte schaffe. Weil das brauchst du nicht. Wir haben gerade mal vorgerechnet, wie viele Punkte du schon reingesetzt hast. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, dass irgendwann demnächst nochmal ein neues Let's Play startet bei Oni, ne? Und auch da wird es wieder Wildcards geben. Mhm. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Es hat keinen Hintergrund oder so. So. Also gerade die Leute, die vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte, das sagst du erst jetzt! Schlumpchen, du brauchst dir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Es werden auch noch Wildcards verteilt durch Antarktika. Es werden noch welche verteilt durch den letzten Speedrun. Es werden noch welche verteilt durch den nächsten Speedrun. Also, da du immer schön fleißig mitgemacht hast, solltest du dir da keine Sorgen machen. Aber Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel bei den Uni-Sachen teilnehmen, die werden natürlich da auch keine Wildcards bekommen. So, wo war das nächste Kupfer? Von hier aus nördlich. Nordöstlich. Haben wir alles? Wartet, ja, ne? Wartet ganz kurz. Da. Ich folge euch unauffällig. Ich folge Conny. Eines werden nachträglich, werden noch Wildcards verteilt für die ganzen Geschichten, die jetzt so liefen. Von daher würde ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ab wann gibt es die Hall of Fame? Welche Hall of Fame? Ach, du meinst hier in-game? Kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir halt mal schauen, wann wir das so aufbauen. Theoretisch sollte es jetzt möglich sein, dass wir das machen, weil Kohle und Schilder und so sollten wir machen können. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das die Tage irgendwann aufbauen jetzt so. Das heißt die Tage, heute irgendwann. Können wir das eigentlich mal in Angriff nehmen? Es sei denn, wir werden durchgehend von euch gestört, dann können wir das nicht. So, jetzt etwas weiter rechts halten. Aber hier war auch in der Nähe der Schweinespawner. Wollen wir da vielleicht mal eben gucken gehen, ob da ein Ein-Sterne-Schwein ist? Warte, das ist ein Hirsch. Aber ja, können wir machen. Vielleicht sogar zwei Sterne. Und Tote!
Ach nee, warte mal. Das ist jetzt so blöd. Ich habe eine spitze Waffe dabei. Ah nee, doch nicht. Ich habe noch eine Keule. Oh, aufpassen, da ist ein Einsterne dabei. Da sind zwei Einsterne dabei. Versuch mal, die Bogenschützen wegzuhauen. Wollen wir wieder Dream Team machen, Conny? Komm zu dir. Warte, ich versuche erstmal, die Bogenschützen hier wegzuhaben. Es ist übrigens pro Person ein Einsterne-Ding dabei, ne? Ja, Bogenschützen sind weg. Ihr haltet Schild gedrückt? Ja, ja. Komm gar nicht bis zu dir, ne? Ah, okay, manchmal wohl. Perfekt. Wir haben keine Knochenreste bekommen, ne? Richtig, kommst du klein? Ja, hier ist noch eins mit einem Stern, aber es Achtung, geht Grauzwerge! Oh, sie haben gelernt. So, dann probieren wir das doch mal mit den Fackeln aus. Ah. Ach, das macht viel mehr Spaß, einfach drauf zu hauen. Eigentlich schon. Aber wie man sehen kann, ja, sie rennen kurz weg, aber sie kommen wieder. Ich weiß nicht, ob das bei den normalen auch so ist. Und die Fackel ist jetzt halb durch. Ich weiß nicht, da kann man genauso gut, zumindest im jetzigen Stadium, einfach normal hauen. Ich hab einen Hammer bekommen. Ein Bauhammer? Oh, cool. Mhm. Mit einer ordentlichen Verzauberung drauf ist das schon ziemlich nett. Da ist drauf Stamina Use runter und 50% Haltbarkeit. Also, ja. Oh, das ist nett. Das ist ja gut. Das ist richtig gut. Ja. Haben wir sonst noch was gekriegt? Nee. Hey, geiler Aber Hammer. Ja, der gefällt mir. Ja. Kannst du mal ihm geben? Nee, lass mal. Ich will den nur angucken. Nee, den kriege ich nie wieder. wie unfassbar wenig Vertrauen der hat, ne? Ja, Kerstin würde ich den geben, aber dir doch nicht. Fackel und Waffe nehmen. Ich glaube, zum jetzigen Zustand Todsenkelin macht es keinen Unterschied mehr. Es sind ja in Anführungsstrichen nur graue Zwerge. Ich habe keine Ahnung, wo euer Spawner ist. Ich renne euch Zumal auf. Man ich ja auch immer davon ausgehen muss, dass Berserker dabei sind und dann habe ich lieber ein Schild in der Hand. Halt! Okay. Wir müssen in diese Richtung. Oh, da ist noch eine Dingens. Ich weiß nicht, hatte ich die schon auseinander? Hatte ich die schon nachgeguckt? Ah, da war ich einmal davor gewesen, dann bin ich fast gestorben, weil drei Skelette da waren, dann bin ich weggelaufen. Aber können wir mal markieren, hier gibt es jede Menge Steine. Ich weiß nicht, ob hier oben was ist. Es war ein Gräuling unten gerade gewesen, also. Ich sehe nix. Geh schon mal checken, ob das da. Oh, eine Kiste. Oh, hallo. Die leer ist. Die leer ist, ja. Also hier war schon mal jemand von uns. Ja, also aber ich war schon mal hier, Turm, aber genug. Der, oh, da hinten ist ja Wald, Eisbiom. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja. Also Schnee, doch, doch. Also Gebirge. Wir haben auch hier Gebirge in der Nähe, das ganz cool ist. Also eigentlich ist die Map gar nicht so scheiße, nur der Graben ist halt ein bisschen tot. Ja, der Graben ist voll der Mist. Hallo Jesse! Grüße Engelchen, dich. Engelchen, hallo Engelchen. Noch ein Engel. Hier sind wieder keine Schweine. Es ist doch ein Schweinespawner, oder? Wenn Text draufsteht mit Schweine. Und sieh dir auch die Wildschweine, das ist eine. Okay. Ich war schon ein paar Mal wieder hier, aber irgendwie sind keine nachgespawnt bisher. Hallo Jonas, ich grüße dich und vielen lieben Dank für die 100 Bits. Ich wollte euch ja unauffällig folgen, ne? Wieder zu jeder vollen Stunde der Wechsel? Ja, Frank, natürlich. Conny, wo bist du? Da. Ja. Wo bist du hin? Ja, hier ist zwar Kupfer, aber ich würde tatsächlich das erstmal das nehmen, was näher dran ist, ne? Mhm. Hier ist ein Grauzwergenturm. Wollen wir den schnell machen? Wo? Oder ist ein Berserker dabei? Ein Grauzwergenturm? Was ist ein Grauzwergen? Achso. Ja, ein Grauzwergenturm, aber der. Halt, ne? Den Berserker sollten wir jetzt eigentlich ganz gut hinkriegen. Also ich kann die jetzt parieren. Kannst du auch blocken, ne? Also ja. Hallo, greif an. Hallo.
Also, easy. Das geht ganz gut. Also, es hat sich nichts an den Permades-Regeln oder so geändert. Das ist alles wie beim letzten Mal auch. Bleib doch stehen, ey. Die mal wegrennen müssen, ne? Oh, was gab's? Warte. Keule. Hab ich bekommen. Mit? Slow plus 32, Club Skills plus 2. Boah, ist die gut. Ja, dann ich. Conny geben. Achso, ich dachte Conny geben. Oder? Wie ist deine Keule, Conny? Was hast du? Ich habe Stagger Damage plus 12, was ganz okay ist, und Weightless, das ist irgendwie ein bisschen. Hat wer noch ein Lederhelm, Kerstin? Da ist ein Helm drinne mit. Oh, ich habe die Tür geschlossen. Ich hab einen Helm gescheiten. Also Clubskill ist hauen, ne? Ja, kannst du nachschauen. Ja. Und ja. Slow verlangsamt die Gegner wohl? Okay, ja, genau. Den nehme ich wohl. Wenn den sonst keiner will. Was? Ja, was, also ich habe schon einen Troll-Lederhelm, deswegen wollte ich ihn nicht. Da waren Lederhelm. Ich habe auch schon einen Troll-Lederhelm. Okay, dann nehme ich den. Was kann er denn schon? Ich habe den eben zugeworfen. Ja, ne? Oh, der ist stark. Ja. Ja, deswegen, es lohnt sich halt jetzt mittlerweile auch zu gucken, so, ey, was sind da für Verzauberungen drauf? Und man könnte sogar auf die schlechteren gehen. Ich laufe ja auch noch hier mit der Billo-Rüstung rum, ne? Aber, boah, Stamina-Regeneration plus 18 und plus 22 bei Critical ist schon nett. Und außerdem leuchtig. Also die wir eigentlich hin? Keule würde ich gerne ausprobieren. Ja, dann nimm. Benutzt. Ist halt nur Level jetzt, 1, ne? Ja, gut, ich kann die alte hier auseinander. Ach nee, kann ich nicht. Ja, okay, aber dann müssen wir halt nochmal Knochenfragmente müssen wir. Kriegen wir sowieso. Also, kriegen wir eben sowieso. Das ist ja jetzt tatsächlich. So, folgt mir. Ich hab keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, folgt mir. Ich auch nicht. Weil ich mal gucken müsste, könnte sogar sein, dass die mit den Verzauberungen besser ist, sogar als meine Level 3 Keule. Hallo Belliger, überhaupt... ich grüße dich. Engelchen, ja, aber nur im Lurk. Punkte sammeln, nebenbei gucken, ob ich euch retten kann. Das wäre lieb. So, ja, hier Valheim ist Kupfer. Welt ist echt hübsch. Hier ist Kupfer und wir haben hier direkt ein Häuschen. Da können wir doch alles reinsetzen, oder? Ja, ab dafür. Mhm. Hat jemand noch ein bisschen Holz? Ja. Ja, ja. Warte, ich habe auch noch Holz. Ich kann es dir zuschmeißen. So. Werfen wir es auch noch hin, ja. Was brauchen wir denn? Eine Kiste und? Eine Kiste und Werkbank. Ja, Werkbank. Ja, ein Portal können wir noch nicht bauen, ne? Also nee, könnten wir wahrscheinlich. Ah ja, stimmt. Okay. Jut, dann auf geht's. Erstmal außenrum. Und denkt daran, wir müssen uns einen Ausgang lassen, weil. Ne? Ah ja, richtig. Wir sollten immer im Hinterkopf haben, dass da eventuell so ein paar Gegner kommen könnten. Eventuell. Ich muss einfach drüber nachmachen, was würde ich jetzt tun, wenn ich Zuschauer wäre. Sind denn jetzt schon beim Speinespawn? Ja, waren wir. Da war nichts. Boah, diese Grauzwerge, ne? Du tickerst hier einmal in den Boden. Belliger, wie war denn jetzt dein Verhältnis überhaupt? Dein gut-böse Verhältnis? Belliger war, glaube ich, eher gut gewesen. Aber das wäre so geil, wenn ich das einfach so sehen könnte im Twitch-Chat. Wer so wie böse ist. Oder wie gut. Sehr stark. Okay, komm mal her. Puh, eher gut, aber ich bin manchmal hab manchmal eine fiese Ader. Ja, das ist. Ja, auf einmal ein Skelett hier. Cool, nehme ich. Warte mal, das heißt aber, das ist so eine Dings, wo es auch Dings gibt. Ja, hier könnte noch mehr sein. Ja. Könnte noch mehr sein. Ich habe mal noch neben das Häuschen ein Feuer gebaut, dann kann man sich da auch einen Ausgut-Buff holen. Ja, super. Wenn du aus Holz noch irgendwas anderes mit dabei bauen kannst. Ich habe gerade extra noch Holz abgebaut. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich nur noch 3,5 Minuten hab. Ich weiß nicht mehr, wie tief das war mit diesem. Mit diesem?
Mit den Truhen und so. Theoretisch sollte hier was sein. Achso. Ich hab die Truhe gefunden. Wo denn? Hier, am anderen Ende. Aha. Waren Pfeile drin. Ich habe, glaube ich, immer noch keinen Bogen. Ich steck dir die mal zu. Wird schön. Und eine Silberkette drin. Oh, nett. Naja, wenn wir da jetzt ein Dingens haben, ein Feuer, könnten wir theoretisch ja auch da drin pennen, ne? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Das ist aber mehr als ein Klumpen, oder? Ist schon ziemlich groß. Ja, schon groß. Nee, aber ich habe mich gerade übelst erschrocken, weil ich baue gerade so ab, auf einmal fällt eine Birke runter auf mich. Normales Essen ist nicht vorrätig, soll das so? Na, es sollte jetzt eigentlich wieder da sein. Ich schau mal kurz. Normales Essen. 15 Minuten Abklingzeit, ganz normal. Was heißt jetzt Jupp, Frank? Es ist immer schwierig, auch so eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten zu können, dann Jupp schreibt. Bei mir steht nicht vorrätig. Vielleicht mal aktualisieren. Essen ist verfügbar, schreibt Frank. Ja, dann mal aktualisieren, Jonas. Es kann mal sein, dass das ein bisschen... Achtung, ich hau hier eine Tanne um. Ja, muss ich gerade bei mir auch machen. Ich habe aber Angst, dass die mir gleich auf den Kopf fällt. Danke, Jonas! Rüben, ein Topf. Stark. Ich sehe den nicht. Ja, es kann sein, dass er bei dir ein bisschen weiter weg ist. Der hat bei mir hinter der Tanne gehangen. Ich weiß nicht, wo meiner hängt. Vielleicht im Stein oder so? In die Wand gebackt? Naja, die kannst du ja auseinandernehmen. Ah, lauf, 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 weg, 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 weg. Ah, okay, 5 klärt. 3 Minuten könnten wieder Untote kommen. Schrumchen ist Feuer und Flamme. Ja, aber gut, für die Info, danke. Dankeschön. Kerstin, pass mal auf, ich weiß nicht, ob gleich eine Tanne auf deinen Kopf fallen könnte. Nee. Achtung. Alles gut. Ich bin weit genug weg. Okay. Ich mach die oben gleich weg. Okay. Hätte vielleicht auch mal gucken können, ob ich die blöde Axt hier auf... Ach, die Pickaxe aufrüsten könnte. Die Spitzhacke geht nicht. Hirschgeweih kann man nicht. Ah, ich habe meinen Eintopf gefunden. Der lag oben drauf. Das ist doch mehr als ein Kupfervorkommen hier, oder? Könnten 2 große ineinander sein, ja. Also hier ist es definitiv noch ein zweiter. Also hier fängt eine zweite Wölbung an. So. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz hier raus, hol mir den Ausgeruht-Buff wieder, weil gleich müssten auch die Viecher wieder spawnen können. Ja, ist so, ne? Der nervt, weg damit. Bringt so eine Fackel gemütlich Bonus? Nee. Also wir sollten tatsächlich relativ fix dann gucken, dass wir jetzt eine Axt wenigstens fertigen können für Edelholz, für ein Portal. So. Obwohl das die Geweihspitzhacken können wir ja auch hier neu machen, ne? Ja, das geht an der Werkbank. Okay, dann haben wir eigentlich gar nicht so viel Gründe nach Hause zu gehen. Ich finde das voll gut, dass ich glühe. Also sonst war das Portal ja eher gewesen, falls jemand stirbt, dass man einfach wieder zurück kann. Aber wenn wer stirbt, haben wir ein anderes Problem. Also. Mhm. So, jeden Moment müssen wir aufpassen. Ah, Untote vor 14. Hauptzwerge vor 13. Kommt mal zusammen. Ja. Ausgeruht Buff holen und ich würde auch noch mal gerne eben buffen. Ausgeruht hatte ich mir eben geholt. Warte. Also hier kommt man schon mal nicht mehr ordentlich hoch.
Deckbank steht jetzt draußen. Ich muss einmal ganz schnell weg, Mist. Mist? Da wollte ich gerade was hinbauen, Conny. Dankeschön. Oh, der doch wieder dahin. So, wolltest du hier noch mehr hinbauen? So, ich bin wieder da. Sehr gut, Safti. Schön, dass du wieder da bist. Hast du den Eiktee gekriegt? Nein. Tudum. Jetzt einfach auf das Bett. So. Ich brauche einen ausgeruht Buff. Bleibt die Truhe da stehen? Ja. Aber ein Bett reicht nicht für alle, ne? Ja. Ich bin noch dran. Okay. Ich bin noch dran. Da kommt das erste hin. Und das soll funktionieren? Ja. Ich bin da skeptisch. Ich schlafe übrigens nicht oben. Warum nicht? Weiß nicht. Ist nicht so. Nee. Ach, das geht super. Die Kamera klippt zwar voll im Dach drinne, aber geht super. Okay, ich liege. Ich auch. War da jetzt ein drittes? Ja. Ja, halt das untere, ne? Hä, wo liegt denn Kerstin? Unter der Hütte. Ach du Scheiße, ey, kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt leg dich hin, hopp, hopp. Ach, es ist Platz in der kleinsten Hütte. Wenn das nicht mal ein Tiny House ist. Ist doch gut. Mhm. Kerstin wacht aber oben auf. Ja, ist doch gut. Das ist ja wunderschön. Ja, man muss ein bisschen kriechen, super, bis man da unten ist, aber ansonsten ist alles gut. Ein bisschen Kopf einziehen, ne? Ach, warte, ich muss nochmal reparieren, ganz kurz. Ich komme gar nicht an den Baumstamm dran, der da im Weg ist. Wir haben gar keine Werkbank mehr drin, ne? Draußen, was? Die ist draußen. Ah, da, ja. Ah, der Baumstamm ist ja voll AA. Okay, wie handhabe ich das denn jetzt? Holen wir ihn weiter runter. Habe ich schon versucht. Ich sehe nicht, was ich treffe. Nix. Doch, ich treffe da was. Ich hau gerade erstmal um drauf. So, ich glaube, von hier komme ich dran. Ich komme dran. Ich hab mir gestern ein neues Spiel gekauft. Und Tote. Und Tote. Was? Aber nicht bei mir? Sicher? Die sind, glaube ich, oben drauf gespawnt. Ja, die sind oben drauf. Ach man, Untote sind voll kacke. Ich habe keine stumpfe Waffe, nur so einen Stufe 1 Knüppel. Ja, ich auch. Den ich null gelevelt hab. Oh, oh, nein, hier sind ganz viele! Das sah gerade ein bisschen knapp aus. Ich habe mal Akku gezogen. Das war auch knapp. Hast du deine Heiltränke? Ja, habe ich. Okay. Okay, wollen wir uns mal sammeln und dann die gute Taktik nutzen? Ja, also mit den Zweien, die ich hier habe, komme ich gerade ganz gut klar. Ja, ich habe noch so ein paar mehr. Oh ja, ich nicht. Oh, eins ist runtergesegelt. Na, ist egal. So, meine drei habe ich hier. Jetzt kommt wieder ein Sterne-Ding. Das Spiel im Only und Only First Person Sicht wäre bestimmt sicher auch spannend. Ja, ich spiele nicht, also wenn ich die Auswahl habe, spiele ich lieber Second Person. War da jetzt noch eins? Second Person?
Meinst du Third Person? Ja, aber Third Person ist, ja, oder Second Man gibt's auch. Einfach, weil man ein bisschen mehr Übersicht hat und es ist auch für die Kameraführung im Stream deutlich ruhiger. Ja. Als Zuschauer nervt mich das immer, wenn das First Person ist. Weil da die Wahrscheinlichkeit, dass mir schlecht wird von den Bewegungen, sehr groß ist. So, wir waren gerade bei... Ich habe mir ein neues Spiel gekauft. Wollt ihr mal raten? Smallland? Nein. Nicht? Warte, ich muss überlegen. Dann bin ich überfragt. Graveyard Keeper. Ja, habe ich mir auch gekauft, aber das ist nicht das, was ich meine. Ey, warte, raten muss ich... oder nachgucken? Da muss ich noch mal schnell bei Steam raten. Du musst schnell bei Steam raten. Ich finde es gar nicht. Nee, welches denn? Ein Boomer genannt. Deep Rock Galactic habe ich mir gekauft. Ah ja, habe ich gerade gelesen. Okay, gut. Schade. Habe ich leider nicht richtig geraten. Und Boomer hat auch nicht geraten, der jetzt wieder nachguckt, weil Boomer in allem, was geht, rumschießt. Ja, der hat quasi den Schieß erfunden. Ja. Aber du bist ein sehr guter Schüler, Conny, mit Schieß und so. Da. Kommt ihr denn her? Hautserre. Ja. Ausdauer. Da gab's hier. Huma hat's gewusst, weil es für 70% oder so im Sale ist. Und er es dir gestern eigentlich vorschlagen wollte, nachdem sein 7-Hirn sich daran erinnerte, du es holen wolltest. Und warum hast du mich nicht erinnert? Weil ich schon gekauft habe. Ich habe gestern Morgen um, ich glaube, 6 Uhr oder so die Nachricht bekommen, dass das Spiel im Angebot ist. Oh, das ist schwierig. Ich habe eine zerlumpte Hose. Ich brenne. Warum? Kann ich nicht sterben? Alles gut? Ja. Ich habe eine zerlumpte Hose mit Featherfall bekommen. Also das, was der Federumhang macht. Oh nein, wirklich? das ist ja voll gemein. Ja, aber ich habe auch schon halt eine Trolllederhose. Dann werde ich wohl deine Trolllederhose nehmen, falls du das nicht haben willst. Oder ich gebe dir die zerlumpte Hose. Hier, du stirbst ja einen Fallschaden, bitteschön. Hä? Was soll das denn heißen? Jetzt die Frage, warum geht das wirklich? Probier mal aus, Conny. Also, wenn du hier irgendwie so an der Seite runterspringst, stirbst du ja nicht so, ne? Aber ey, das wäre ja mega cool, wenn das wirklich so... Ja, es funktioniert. Ey, das ist ja mega cool, dass dieses Enchantment gibt. Geil, ich kann fliegen. Jetzt brauchen wir alle überall drauf. Und vor allen Dingen brauche ich das auf einen ordentlichen Umhang, der schön aussieht. Nicht auf diesen Kackunhang. Ja, ist ja auf der Hose, nicht auf dem Umhang, ne? Oder auf der R, stimmt. Ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß mit dem Verzaubern haben. Also es gibt so coole Verzauberungen. Warum bekommt denn immer nur Safti den Loot? Ja, weil ich es kann. Weil ich krass bin. Ne, das hat eigentlich damit nichts zu tun. Also es ist random, wo das spawnt. Und ja. Der Federumhang sieht voll toll aus. Weiß gar nicht, was du hast. Ich finde den so schäbig. Ah ja. Ich finde den Gebirgsumhang 10-mal geiler. Ja. Oder den Lochsumhang. Oder den... Den Federumhang auch nicht schlecht. Vom Aussehen her finde ich den richtig kacke. Der schlägt den Wolfumhang auf jeden Fall. Ja, der dämliche Wolfskopf. Nee.
ständig diesen Kopf auf der Schulter, das nervt mich. Ich finde den toll, den Wolfskopf. Ich auch. Das ist scheußlich. Da weiß man wenigstens, was man erlegt hat. Das ist wie früher diese eitlen Damen, die immer einen Fuchskopf an der Schulter hatten. Das war damals schon creepy und ist jetzt irgendwie auch... Also ich habe noch nie eine alte Dame mit einem Fuchskopf auf den Schultern gesehen, von daher finde ich das jetzt nicht so creepy. Ja, so 30er, 40er, wo man dadurch gezeigt hat, was man hatte. Da warst du schon auf der Welt? Hm. Hast dich aber gut gehalten. Ja, siehst du also. Mal, ne? Weißt du gar nicht. Ja, also, stimmt auch wieder, aber ich sag das einfach mal so. Genau, Bellega. Genau so sehe ich das auch. Zombie-Kerstin. Geschmack ist etwas, was man hat oder eben nicht. Ja, das, ja. Das kann ich so gerne, ja. Ich finde es übrigens komisch, dass in dem Kupfer normales Gestein ist. Ja. Ja, auf jeden Fall Deep Rock Galactic habe ich mir gestern Morgen dann zugelegt, nachdem Didi mir ganz aufgeregt geschrieben hat, es ist im Angebot! Und wir es beide uns gekauft haben und dann überlegt haben, so, es könnte schwierig werden, es zu spielen, weil irgendwie Didi selten Zeit hat und ja, bei mir halt auch viel verplant ist. Aber wir werden es wahrscheinlich eine Schnupperstunde rausmachen auf Twitch und ja, mal gucken, wie es so ankommt und dann überlege ich mir, ob wir vielleicht davon YouTube-Aufnahmen machen, weil das wird ja höchstens was werden, was zwischendurch dann mal, wenn Didi und ich Zeit haben, dann mal kommen wird. Dann wahrscheinlich als Aufnahme. Dafür müssen Didi und ich das immer viel zu spontan machen. Bam. So, wir haben in 5 Minuten haben wir den ersten Wechsel, ne? Oh, schon? Alter, Hilfe. Wo ist die Zeit hin? Ist immer so. Immer so, wenn wir Valheim spielen. Ist einfach so, wupp, weg. Ey. Mit Stein werfen gilt nicht. Dass ich jetzt schon Federfall habe, ist schon ziemlich cool. Hat jemand von euch zufällig noch einen Hirschfell? Ja. Ich habe welche in der Kiste gefunden. Gibt's noch mehr? Ja, warte. Darf ich das haben? Hast das in der gelassen? Kiste hatte ich hingelegt. Ja. Dankeschön. Ja, wenn schon Tiny House, dann richtig. Ich kann schwimmen. Teppich. Das wird irgendwann eine echt schwere Entscheidung, diese Sachen hier abzulegen. War ja schon am Überlegen, ob ich die Hose einfach behalte für umherlaufen und so. Und sobald ich irgendwo bin, wo man angegriffen werden könnte, die Hose wechseln. Aber das hat jetzt so ein richtiges Diablo-Feeling. Weil Diablo ist es halt auch immer so gewesen. Ey, dann hast du geile Ausrüstung gehabt von den Verzauberungen her. Die war halt ausrüstungstechnisch mittlerweile total billo. Und dann ist man so überlegen, boah, ey, jetzt so langsam wird's halt rüstungstechnisch echt kritisch. Aber die Verzauberungen sind halt geil und so. Ah. Das wird mir da genauso gehen. Also den Federfall auf so einer Billo-Rüstung, das geht halt nicht lange. Au. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein krasser Unterschied zwischen der Trollrüstung und
der Billo-Rüstung da. Ja, also die Billo-Rüstung hat ja eins, glaube ich, nur, ne? Also eine Rüstung. Ja, und Troll hat 6 Rüstungen. Also es ist schon ein ganz schönes Stück Unterschied. Also. Ja, aber erstmal kostet das Aufrüsten auf Stufe 3 relativ wenig. Das heißt, da bist du ja dann auch schon bei 2, glaube ich. Was dann den Unterschied nicht mehr ganz so krass macht. Und wir haben ja aktuell noch nicht genug Leder für alle. Von daher werde ich die jetzt gleich auch komplett aufwerten und werde die dann so lange nutzen, bis wir genug Trollleder haben. Boah, das sieht auch wieder so ein Monsterkrater hier. Wie immer. Ja, wollte gerade sagen, ist doch immer so, wenn man eine Kupferader komplett abbaut. Das Loot-Dilemma. Oh, da sehe ich einen Krillo-Emote. Das ist tatsächlich auch noch etwas schwer für mich. Ich weiß gar nicht, habt ihr noch Abos bei Krillo am Laufen? Also Safti mit Sicherheit nicht. Ja, ich hab's auch noch laufen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt spätestens im September kündigen, falls Krillo dann nicht mehr streamen sollte bis dahin. Ja. Weil irgendwann ist es dann auch mal gut gewesen. Ist halt auch gerade halt aktuell so, dass es bei mir jetzt nicht so viel Geld ist, das über ist und ich eigentlich halt auch gerne Leute unterstütze, gerade die bei, ne, das ist ja bei Krillo auch schon ewig so, aber ja, es kommt halt leider aktuell nichts. Wo ist das Haus? Da oben? Hell? Da. Du hast doch ein Bettzeichen auf der Karte. Stimmt, aber soweit hast du nicht gedacht, ne? Naja, die Karte ist bei mir sehr weit rausgezoomt halt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Punkt und Komma, glaube ich, ist das. Okay. Ja, aber ist trotzdem relativ weit, finde ich. Naja, egal. Aber du kannst mit Punkt und Komma kannst du es einstellen. Ja, ich kann nicht weiter rein zoomen. Nicht, wenn du im Map-Screen bist, sondern jetzt einfach so, ohne Map. Ja. Ich weiß, es geht nicht weiter rein. Was? Also bei mir ist das jetzt gerade das okay. Max, was ich reinzoomen kann. Ja, okay. Dann ist das so. So, ich brauchte den Ausgeruht-Buff. Neue Events in einer Minute, ja. Genau. So, Ausgeruht-Buff habe ich. Und ja, dann verabschieden wir schon mal die lieben YouTube-Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Safti brennt nochmal zum Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.